Servus Leute, es ist soweit. Patch 0.13, Streets of Tarkov und der Vibe. Es ist da, er ist da. Und Patch Notes gibt es auch ein paar. BSG hat uns ein paar Patch Notes gegeben. Da wird nicht alles drinstehen, aber was wir uns gegeben haben, das schauen wir uns jetzt hier in dem Video an. Die Patch Notes, da wird wie gesagt nicht alles drinstehen. Ein paar Überraschungen halten sie bereit, die wir dann selber rausfinden dürfen. Aber sie haben uns da schon einiges gegeben und natürlich das Wichtigste, Patch 0.13. Es kommt Vibe. War aber vorher klar. Dann natürlich neue Inhalte. Streets of Tarkov. Da steht ein Haufen rund um die Geschichte von Streets, wo es liegt. Nordwesten von Russland und wie das ist mit Bear und USAC PMCs und warum die gegeneinander kämpfen, was Terror Group damit zu tun hat. Ist alles hier ein bisschen zusammengefasst und warum letzten Endes PMCs aus Tarkov escapen müssen. Hier unten steht noch was Interessantes. Was alles kommt in Tarkov. Primorsk Avenue und Klimov Street. Die Kreuzung und da ist eine Fabrik, Pinewood Hotel, Nachrichtengebäude, Concordia Wohnanlage, Autohändler, Einkaufszentrum, Kino, ein Supermarkt und weitere Elemente der urbanen Infrastruktur. Und hier steht es nochmal, die Map wird in Zukunft noch erweitert. Halt, Moment, dass ihr es auch seht. Genau so. Dann Reparaturkits und Verbesserungen. Waffen und Westen können jetzt mit Reparaturkits eine Verbesserung erhalten, Standard oder eine seltene. Und das kann ab Level 10 passieren, wenn ein und da wird der Skill wohl freigeschaltet und ist dann skillbasiert. Also es gibt dann den Skill Waffen in Standardhaltung, leichte Rüstung und schwere Rüstung. Darauf basiert es, ob das durch die Reparatur eine Verbesserung bekommt. Seltene Verbesserungen können ab Elite-Level des jeweiligen Skills genutzt werden. Okay, also erst wenn der Elite ist, scheinbar wird es ein bisschen schneller leveln, oder ich hoffe zumindest, dass man das erreichen kann. Kann man dann Elite-Verbesserungen bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit und Stärke einer normalen Verbesserung hängt von der Stufe des jeweiligen Skills ab, also skillbasiert. Die Verbesserung für Körperschutzwesten und Plattenträger verringert den Schaden. Also, Westen werden dahingehend verbessert, dass sie dann, ja, dass man weniger Schaden bekommt. Und für Waffen gibt es zwei Arten von Verbesserungen. Weniger Malfunction und erhöht die Genauigkeit, mehr Accuracy. Die Verbesserungen sind unter anderem abhängig vom technischen Zustand des Gegenstandes und werden bei einer Reparatur entfernt. Einer erneuten Reparatur entfernt. Ah, das ist interessant. Die Verbesserungen und ihre Werte steigern den Wert des Gegenstandes und ja, der kostet dann mehr auf dem Flea-Market und Gebühr und Versicherung und so weiter. Intelligenz beeinflusst jetzt die Anzahl der Reparaturpunkte, welche für eine Reparatur ausgegeben werden. Der Wert, welcher von der maximalen Haltbarkeit bei einer Reparatur abgezogen wird, ist abhängig vom entsprechenden Skill für die Waffe, Waffeninstandhaltung, leichte Rüstung, schwere Rüstung. Also je nachdem, was man repairt, Waffe, leichte oder schwere Rüstung, verliert man dann weniger und außerdem kommt noch Intelligenz ins Spiel. Okay. Neue Skills, leichte Rüstung. Haben wir gerade drüber geredet. Die Verbesserung dieses Skills reduziert den Malus auf Mobilität, während man die Rüstung trägt. Diese repariert und reduziert den Schaden durch Nahkampfwaffen. Wenn man an Stellen geschlagen wird, wo die Rüstung getragen wird. Okay, interessant. Selbes gilt natürlich auch für die schwere Rüstung. Mobilität und man kriegt weniger Schaden. Mal sehen, wie das dann wirklich in-game aussieht, wie viel Prozent und sowas. Skill Charisma wurde überarbeitet. Preise für Versicherungen, bezahlte Exits, Austausch von operativen Aufgaben. Also hier Daily Quests. Der Preis von Scaffboxen und Therapist Healing wird vom Charisma Skill jetzt beeinflusst. Das ist gut. Waffen und Ausrüstung. Neuer Unterlaufgranatwerfer für die AKs. Der GP25 40mm, M203 40mm für AR15 und alle kompatiblen Handguards. Da wird es einige sein. Also man kann wahrscheinlich an so ziemlich jede Waffe einen Unterlaufgranatwerfer schrauben. Vielleicht an SMGs nicht. Wahrscheinlich bloß an Assault Rifles. Dann neue SMG, die SR2M. Mit einem SR2MP-Upgrade-Kit. Bin gespannt, was das ist. 9x21, die beste Pistolenammo, die von der Shrimp. Ich konnte bis jetzt bloß die Shrimp verschießen. Und ja, mal sehen, wie die Feuerrate ist. SMG mit der Ammo, sicherlich interessant. Dann die AUG in A1 und A3. A3 wird wahrscheinlich ein bisschen besser modbar sein, die A1 wahrscheinlich nicht so. Mit 10, 30 und 42 Schuss Kapazität. Glock 19, okay. Der RSH-12 Revolver mit der Ash-12-Ammo. Neue Ausrüstungen, okay. Koop und PvE-Erweiterungen, man kann jetzt einstellen, keine Energie- oder Flüssigkeitsverlust, man kann die Bots besser einstellen, im Offline, im Koop, ne? Dann, man kann die Spawnpunkte auswählen, wie online, alle an einer Stelle oder zwei Teams. Dann kann man die Wetterbedingungen einstellen, sehr gut, wenn man ein paar Aufnahmen machen will, muss ich sagen. Man kann die Zeit einstellen, dann im Hideout, das ist die erste Phase, es wird noch weitergemacht, Koop. Gute Verbesserungen. Im Hideout zwei weitere Upgrades für den Schießstand. Neue Stufen ermöglichen es, verschiedene Ziele inklusive bewegter Ziele einzustellen und aus dem Trainingsprogramm. Das finde ich nice. Kann man ein bisschen besser im Hideout rumballern. Fünf neue Stims. Oh, mehr Drogen. Overdolos 2.
Eine Spritze dieser selbstgemachten Droge entwickelt von Zeneta eine neue Version eines alten Klassikers. Sieht so aus, als ob die Terra Group Experimente nicht mit der Schließung von Terra Group Labs selbst beendet wurden. Also man weiß nicht, was er macht, aber interessant. SJ-12 Stream entwickelt für die Einsatzkräfte der Spezialeinheiten, verringert einige Körperfunktionen und ermöglicht eine zeitlich begrenzte Regeneration. Die Droge erzwingt die Ausschüttung von... Dies führt zu einer Nebennier, verringert die Körpertemperatur, erhöht die Wahrnehmung, kommt es zur Kompensationsreaktion. Körpertemperatur steigt dadurch an. Okay. Mal schauen, wie das dann in-game aussieht, dann muss man auf die Stats schauen. Perforatan, blaues Blut, Blutersatz mit der Funktion zum Sauerstofftransfer, Gegengift, gegen Strahlung. Okay, gegen Strahlung. Vielleicht kommt da was. Vielleicht kann uns da eine Überraschung mit irgendwas einem verstrahlten Gebiet erwarten. Und regeneriert Hautgewebe, Metabolism und hat starke Nebenwirkungen. Okay, dann Tramadol. Ein synthetisches Opioid, welches speziell Knochenmark ermöglicht Ausschüttung von Kabelos. Okay. Zusätzlich zu schmerzlindernden Wirken, also Painkiller, erhöht es die Kampfkraft, wahrscheinlich Stärke, Endurance, was auch immer. Überdosis führt zu Ermüdung des Körpers, nachdem die Wirkung nachlässt. Okay. PNB, Product 16, eine Kampfstimulanz, ermöglicht kurzfristige Aktivierung der inneren Muskulatur, Endurance, Stärke wahrscheinlich, und Hypertonisität gebracht wird. Was? Im Gegenzug erhalten Schaden reduziert, okay. Gewebe-Regeneration, man regeneriert. Und erhöhte Leistungsfähigkeit, wahrscheinlich auch wieder Stärke und Endurance, ne? Muss man schauen. Hat Nebenwirkungen. Muss man sich alles in-game anschauen. Dann, die Bosse haben eigenen Voice-Actor bekommen. Killer, Tagilla haben jetzt eine eigene Voice und Nightbird und Big Pipe auch. Weitere Änderungen. Rebalancing der Entwicklung des Weapon-Mastering-Skills, okay. Das muss man sich in-game anschauen. Rebalancing, Handelspreise und Handelsgegenstände, okay. Ja, da ist klar, dass sie da was gemacht haben. Bedingungen, Belohnung von alten Quests sowie neue hinzugefügt, okay. Rebalancing der Bedingungen und Belohnungen alten Quests und neu hinzugefügt. Einige Quests werden nur nach einer gewissen Zeit nach Beendigung der vorherigen Quest freigeschaltet. Das heißt, wenn man eine Quest gemacht hat, kommt nicht direkt die nächste, sondern dauert es ein bisschen. Woran sich das richtet und wie lange es dauert, weiß man natürlich nicht. Verbesserungen im Hideout und Änderungen, okay. Die Spawnpunkte einiger Questgegenstände wurden verändert. Der Gegenstand wird an einer zufälligen Stelle und nicht an dem exakten Platz, also an diesen Orten platziert. Okay, dann muss man suchen. Oh shit. Es kann sein, dass da einiges nicht mehr an dem Platz ist, wo wir es erwarten. Okay, einige Rezepte fürs Crafting und Hideout werden als Belohnung für die Erledigung bestimmter Quests freigeschaltet. Okay, also Crafting im Hideout als Questbelohnung, dass man das dann herstellen kann. Eine neue Art des Extracts ist auf der Map Streets of Tarkov verfügbar. Um es zu aktivieren, musst du einen grünen Leuchtkartusche in der Nähe des Ausgangs abschießen. Ansonsten wirst du vor Scharfschützen beschossen, wenn du dich dem Ausgang näherst. Ah, okay. Also man muss mit der Flare Gun eine grüne Flare abschießen, wenn man da raus will. Interessant. Fehlfunktion von Waffen bei Bots hinzugefügt. Okay, Scavs können jetzt Gems haben. Das Verhalten von Rogue-Bossen wurde verbessert. Okay. Grafik und Sound, FSR 2.1. AMD FSR ist dasselbe wie DLSS. Müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. FSR 2.1, ein gutes Feature. Bringt auf jeden Fall FPS, wenn man es aktiviert. Und mal schauen, wie es dann in-game aussieht, ob es so flickrig ist oder was auch immer. Überarbeitung des Sounds, großer Punkt. Steam Audio wurde komplett aus dem Projekt entfernt und durch Oculus Audio ersetzt. Das Sound Positioning wird spürbaren Einfluss haben, unabhängig von der Einstellung des binauralen Sounds. Wir empfehlen allerdings die Aktivierung von binauralen Sound für eine bessere Nutzererfahrung. Also binaural Audio, die Option gibt es immer noch. Anmachen, wenn man das wirklich ja, am besten nutzen will. Oculus Audio ist aber wohl auch ohne das für Veränderungen verantwortlich. Mal schauen, der Sound wird sich auf jeden Fall ordentlich ändern und die Ortung wird am Anfang, denke ich mal, erstmal ein bisschen verwirrend sein. In der aktuellen Implementation, In der aktuellen Implementation nutzt das Sound Positioning System eine große Anzahl von Bedingungen, um den endgültigen Sound in die Relation zum Spiel erzeugen. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das Layer-System weg ist. Die endgültige Anpassung der Positionierung. Also, auf Factory Customs Woods Streets of Tarkov ist es schon fertig. Die anderen Maps werden erst noch im Laufe des Updates gemacht. Also, da gibt es noch Änderungen. Dann haben wir hier noch die Liste der kleineren Änderungen. Memory Leaks behoben. Geplünderte Container werden nicht mehr offen stehen, wenn sie von jemand anderem
geplündert wurden. Eine Softblock-Problem wurde behoben. Wenn Spieler waren, okay. Fehler 228, okay. Mehrere Örtlichkeiten wurden verbessert. Und Fehler behoben, der dazu führt, dass Bots direkt neben den Spielern gespawnt sind. Fehlerreaktion der Bots. Ich denke mal, die ganzen Fehlerbehobungen und sowas, da brauche ich jetzt nicht drüber gehen. Ihr könnt euch selber noch durchlesen. Wie gesagt, Link unten in der Description oder auch im ersten Comment. Da findet ihr die englische und auch die deutsche Variante. Schaut's euch an. Und ich werde wahrscheinlich, wenn ihr das Video hier schaut, live auf Twitch sein. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link auch unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Lasst mich wissen, was ihr von den Patchnotes haltet. Und ja, wie hyped ihr eigentlich auf diesen Vibe seid. Und ja, wie gesagt, ich bin live auf Twitch. Schaut mal vorbei und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.